Ja, herzlich willkommen, Blender-Freunde. Hier in diesem Zwischentutorial, ja, möchte ich euch kurz erklären, wie wir im Blender Efeu erstellen würden. Ja, also den Eevee-Generator. Darum geht es heute in diesem Tutorial. Blender hat seinen eigenen Eevee-Generator integriert und den findet ihr immer, wenn ihr die Seitenleiste öffnet, unter Create, ja. Eevee Generator. Und wenn ihr bei euch das nicht erscheint, dann geht ihr einfach auf Edit und dann auf Preferences und tippt einfach Eevee hier ein. Da findet ihr den Eevee Gen, ja, den Eevee Generator. Und da müsst ihr einen Haken setzen. Gut. So, wie funktioniert das? Wenn ihr jetzt, wir nutzen dafür einfach diesen Würfel. So, und jetzt müsst ihr euch nur entscheiden, wo diese Pflanze also beginnen soll. Ja, wo die Wurzel beginnt und sich entlang geht. Ja, so, jetzt habe ich den 3D-Cursor Beispiel hier rauf platziert. Mit Shift, rechte Maustaste setzen wir jetzt den 3D-Cursor hier hin. Ja, so, und wenn ihr jetzt auf Add New Eevee eintippt, erzeugt einfach Blender diese Zweige. Hier fängt er an und geht oben entlang. So, als Blätter hat er hier einfach ein paar Meshes, quadratische Meshes platziert. Die kann man aber natürlich auch selber später ändern. Aber ich will hier nicht weiter drauf groß eingehen. Das ist sozusagen der Standardgenerator von Eevee. Und wenn ihr hier zum Beispiel die Einstellung, ihr müsst mal damit rumspielen, ihr könnt hier zum Beispiel den Eevee-Größe ändern, also die Zweige ändern. Ihr könnt hier den Primärgewicht ändern, dann fallen die Blätter ein bisschen runter. Ihr müsst mal ein bisschen damit rumspielen, ja. Und ich gehe mal hier mal auf Beispiel, ich sag's mal so. Hier steht jetzt Eevee Länge. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel 2 Meter eingebe, ja, und dann hier auf Update Eevee, dann geht ihr höher. Auf Länge 2 Meter. So könnt ihr dann. Ich mache mal auf 3 Meter. So, was passiert dann? Dann geht er hier über diese Würfel. Also der haftet sich an diesem Objekt entlang. Ja? So sieht das nämlich aus. So, und dann könnt ihr hier zum Beispiel die Gewicht, das Random-Gewicht, also wie schwer die Zweige und die Blätter herunterfallen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel 0,9 eingeben würde, Update Tray, dann fällt das hier in der Mitte auseinander, weil das Gewicht jetzt hier ist. Ja? So, Random Gewicht ist unterschiedlich Gewicht überall verteilt. So, dann fallen die langsam hier runter. Ja? So, genau. Das ist sozusagen der Eevee Generator. Ist eine schöne Sache, kann man damit viel was anfangen. So, aber ich möchte für mein Tutorial, für meine Tutorial-Serie einen ganz anderen Add-on benutzen. Und darauf will ich jetzt eingehen. So, also, wir haben wieder diesen Würfel. Um das jetzt noch besser wirken zu lassen, mache ich mal hier ein Invert und mache den mal ein bisschen größer. Ja, und ja, hier noch ein Loop. So ungefähr. Und zieht den mal auch raus. Spielt keine Rolle. Ich will nur was hier was darstellen. Gehen wir davon aus, jetzt das Objekt ist so entlang und ich möchte jetzt mit einem neuen Add-on, den ich gefunden habe, der übrigens auch kostenlos ist. So, und diesen Add-on möchte ich jetzt für meine Tutorial-Serie nutzen. So, ich habe die Webseite schon gefunden und das ist nämlich dieser hier. Das ist ein schöner Add-on, wirklich mit 133 Bewertungen von Artishock. Ja, wie gesagt, ihr könnt natürlich auch was spenden, wenn ihr wollt, oder einfach nur hier 0 eingeben, kaufen. Ja, ich habe es ja schon gekauft. So, und dann kriegt ihr eine Mail und dann darüber könnt ihr es einfach frei herunterladen. Es ist völlig kostenlos. Ja? Könnt ihr auch nutzen. Das Schöne an diesem Add-on ist, ihr habt erstmal viel mehr Einstellungen.
Ja? Und ihr könnt anhand eines Pens, also einen Stift, der sich da später erscheint, Punkt für Punkt einen Bezier-Curve erstellen und anhand dieses Bezier-Curve entlang erzeugt er diese Kletterpflanze. Ja? So, und das ist das Schöne, das möchte ich jetzt euch zeigen. So. Ich habe mir den schon installiert, ja. Einfach hier auf Edit, Preferences, wie gesagt, Eevee, wieder. Und wenn ihr das installiert habt, ja, Eevee Pen. Genau. So. Wir machen jetzt die Seitenleiste wieder auf. Dann erscheint rechts unten, bei mir jedenfalls, bei euch wahrscheinlich vielleicht oben oder unten. Dann klickt ihr auf einmal auf Eevee Pen. Ihr klickt euren Objekt zuerst an. Ja. Und hier steht jetzt Eevee Pen Append. So, der Name kommt schon bekannt vor. Das habt ihr bestimmt schon mal, wenn ihr Objekte einfügt. Ja, das haben wir hier auch. So, Append bedeutet ja Objekte einfügen. Ja. Aber was hat es damit auf sich? Ganz einfach. Hinter diesem Eevee Pen ist ein Geometry Nodes drinne, ja. Es ist sozusagen ein Geometry Node erstellt worden von diesem Entwickler, so, und danach richtet sich auch nachher unsere Einstellung, ja. Wir brauchen jetzt kein Tutorial machen für Geometry Nodes, das brauchen wir hier nicht. So, aber ich will es nur hier erklären in diesem Tutorial, wie das hier funktioniert. Wir klicken jetzt einmal auf Append. So. Jetzt haben wir hier Objekte eingefügt. Ja, seht ihr schon? So, hier sind Bezier-Curve und hier sind ein paar Blätter. Ja, aber die brauchen wir nicht, aber die müssen in diesem Objekt eingefügt werden, in unser Projekt jetzt, weil wir jetzt hier diese Objekte jetzt eingefügt haben. Jetzt steht hier Name, Cube, das ist ja dieser Würfel hier. Und hier steht jetzt Add Eevee. Jetzt machen wir Add Eevee, klicken einmal drauf und schon haben wir einen Stift hier. Ja, so, und da haben wir hier zum Beispiel, ist schon voreingestellt, Bezier Surface, also dass wir über die Fläche gehen wollen. Jetzt klicke ich jetzt einfach mal, ja, hier rauf, mache ein Zeichen hier rauf und so weiter und so fort. Ne? Gut. Das reicht erstmal. Ja, ich gehe mal wieder. Ich bin, sobald wir hier rumzeichnen, sind wir in Edit-Mode. Ja, ihr müsst einmal von Edit-Modus wieder raus. So. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Wenn wir jetzt hier nochmal draufklicken auf unsere Kletterpflanze, wir haben hier keinen Tab. Wir haben hier überhaupt keine Einstellung, weil die finden wir jetzt hier unter dem Mausschlüssel unter Modifier. Ja, wie gesagt, das ist ein Geometry Node. Ja, so, und das ist in einem anderen Tab zu sehen eigentlich. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Das möchte ich jetzt nicht jetzt hier großartig erklären. Und hier haben wir Einstellungen, die wir jetzt variabel übernehmen können. Aber mit Vorsicht. Diese Einstellungen sind sehr sensibel, ja. Für Leute, die jetzt nicht keinen Hightech-PC haben, einen Gaming-PC haben und wirklich einen 500 oder 800 € PC, könnte das vielleicht belasten, ja. Das heißt, ich will nur damit sagen, dass ihr die Einstellungen ganz sensibel angehen solltet. Ich sag's mal so: Wir haben jetzt hier unseren Kletterpflanzer selektiert und jetzt haben wir hier die Namen sagen schon, also die Größe der Blätter. Ja, ist alles in Englisch. Und die Dichte der Blätter und wie gesagt, die Dichte allgemein dieses Zweigs. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel von 0,8 auf 1 Meter gehen würde, seht ihr schon, was passiert. Es wird größer, die Dichte. Ja? So, und wenn ich jetzt zum Beispiel Max Size, das sind die Blättergröße, wenn ich die jetzt mal vergrößern würde, Beispiel, genau, und schon sind die Blätter etwas größer. Was könnte ich noch machen? Ich kann zum Beispiel die Ausbreitung meiner Kletterpflanze erweitern. Ja, also wir extrudieren, kann man sagen. Ich gehe jetzt von 0,5 auf 0,8. So,
dann weitet sich das über den Objekt hinaus. Ja? Verteilt sich, ja, besser gesagt. Ich mache mal 1. So, und es wird immer mehr. Ja? Gut, jetzt haben wir die Mindestgröße der Blätter, die vergrößern wir auch ein bisschen, nur um das hier ein bisschen zu erklären. Aber in dem Moment läuft das nicht mehr flüssig, ja, weil da auch wirklich viel Speicher frisst natürlich. Nur, ich finde diesen Tutorial wirklich sehr gerne, weil es viel mehr Einstellmöglichkeiten gibt und man kann wirklich seine Kletterpflanze so aufbauen, wie man das haben möchte. Ja, es ist wirklich viel, viel besser. So, und hier haben wir nochmal die Größe, ja, Scale Noise, bedeutet nur, dass wir unterschiedliche Größe erreichen wollen. So, der steht ja zum Beispiel 4,0, den machen wir auf 10. So, das sieht man jetzt hier nicht. Ich gehe mal mit der Dichte mal runter auf 0,5. So, jetzt läuft es auch ein bisschen flüssiger. So, und ihr seht das ja. Gut, ich mache mal die Blätter noch größer. So, und dann die kleinen Mindestgröße auch oder kleiner, so. Ne, ihr müsst ein bisschen mit den Einstellungen rumspielen. Ja, und so haben wir eine schöne Kletterpflanze erreicht. Und wenn man das mal noch im Cycles guckt, so. Das Schöne an diesem Add-on natürlich, die eine Sache ist, wie ihr schon das bemerkt habt, die Blätter haben schon seine eigene Textur. Die Textur ist schon drin und das gefällt mir wirklich sehr gut. Ne? Ja, das war ein kurzer Tutorial, ja, nur um es euch zu zeigen, wie ihr im Blender umsonst wieder ein Add-on bekommen könnt und so eine schöne Kletterpflanze erstellen könnt. So, und diesen Add-on werden wir in unserem nächsten Part benutzen. So, das war's schon. Ich bedanke mich fürs Video anschauen. Like, Kommentare, ja, und abonnieren nicht vergessen. Ciao!